Os outros peças lá, eu. Was ist eigentlich hier mit dieser blauen Quest? Was hat es damit auf sich? Das wollte ich schon immer mal gefragt haben. Ergebnis. Was gibt's da nach dem, wenn man den macht? Weißt du auch nicht? Also ich weiß auch nicht, deswegen frage ich halt. Okay. Ja, das war ich da entschieden. So. Gut. Steht auf HC, oder? Perfekt, okay. Ja, ich bin's, glaube ich, alles ready. Achso, meine zwei Enquete war ja nicht Astral. Angehit. Ja, ich stell ein, Leute. Was soll ich einstellen? Bitte PP, was? Er ist jetzt Group Lead. Aber er machen. Ich bin dann da raus. Meiner Verantwortung. Okay, Achso. Was soll ich denen geben? Dann SCK oder was? Ja, warte. Oh, sogar hier Buffoot. Wird ja richtig professionell hier langsam. Also, das kenne ich ja gar nicht von uns. Das kenne ich ja gar nicht. Okay. Also ist er der gute Ash. Und ja. Meine Weak-Auren funktionieren. Juhu! Was ist jetzt bei Instagram? Nadine 1978, wie folgt dir jetzt? Wow. Sehr beeindruckend. Ich habe eben meine erste Insta-Story überhaupt gemacht. Michael, ich habe noch nie Insta-Story gemacht. Warte, guck. Post ist da unter Quatsch Week Classic, warte. Ja, alles cool. Ja, mach ich den hinterher, post ich hinterher. Nach dem Dungeon post ich's. Ja, hoffe ich mal, dass ich irgendwelche Items euch irgendwie geben kann. Das jetzt hier. Ja, was das gerade war, aber das war. Ey, mein Internet möchte mich heute Abend wirklich wieder ärgern.
Die ganze Zeit ging es und jetzt war es teilweise Probleme. Liegt an Twitch, sagt euch, bei YouTube war nie mehr. Jetzt leben sie? Das ist zu wenig Hitters. Was sind das hier für Lags? Ich habe gerade mega Lags hier. Ja, was das ist. Weiß ich noch nie. Naja, vielleicht hol ich das nochmal. Wo sieht man irgendwelche Lags im Stream? Könnte eigentlich noch will. Ihr denkt dann bitte direkt auf das Ad zu gehen, ja. Hey, Flügel ready. Ad kommt gleich. Ed ist da. Wo? Was ist das? Ah, ja. Okay. Hab's gestunt. Oh, guck mal hier. Wir haben ja so viele. Oh, ich mach Gier. Haben wir einen Entzauberer? Ja, perfekt. Ja, jetzt zaubern wir mit dem ganzen Kram. Ich geb dir das alte Matze. Super, der ist schon weitergelaufen. Warum er ist in der Community? Das zählt genauso. Ach ja. Dann mal rein. Aura Mastery, Leute. Ich weiß schon, was ich nochmal gesagt habe. Oder Untot, oder? Ja, genau. Kann ich ja immer zum Damage damit machen, fällt mir auf. Eine schöne Sache.
Das wäre cool, wenn das. Okay, Mama Gier, aber wenn du es bekommen solltest, hier, wie war nochmal dein Name, Stofftank? Name? Ja, genau, Benjamin, dann wäre es super, wenn du, wenn das vielleicht abgeben könntest, weil wir haben eine Inschriftenkundlerin und die könnte es, glaube ich, gut gebrauchen. Ja, super cool. Weiß gar nicht, wie weit Jessie ist, aber sie ist, glaube ich, gar nicht mal. Ja, ich glaube über 400 auf jeden Fall, ja. Merkt ihr eigentlich, dass die meiste Zeit, dass ich nur Damage mache? Du fast nur Holy Shocks raus. Ah, das ist so lustig. Ja, aber ich habe auch rausgefunden, dass die Spielweise von mir einfach total falsch war. Wusste das gar nicht mehr, dass du doch mit Holy Shock, mit Holy Light spielst. Ich dachte, das wäre erst in späteren Addons gekommen. Deswegen. Ja, so viele Schmiede Leute gibt es halt auch nicht. Ja? Ich eigentlich, also habe ich den eigentlich drin. Doch, kein Zeit habe ich drin, okay. Gut. Ich habe mich jetzt in dem ganzen Dungeon nicht einmal hinsetzen müssen. Wenn ich da an den ersten Run denke, Alter Schwede, habe ich nach 2 Cards war ich da fast OM. Hat nur keine Cooldowns, zwei Mal. Das ist ein Untoter. Also das ist die AC-Mechanik, ne? Ja, toll. Wir haben auch so richtig viele Klassen, die diesen Kram gebrauchen können. Also die passen mal alle. Ja, wir passen einfach mal und dann machst du Gear oder so. Also, wir sagen das mal kurz. Ash, wenn du nicht brauchst. Passen. Softank Distance.
Genau, das kannst du dann gleich mal Benjamin abgeben, Michael. Wollen wir den optionalen Boss da machen, da? Den komischen Pilzboss? Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht, Esther. Weil in dem ganzen Timeblocking. Bringt. Wo will der hin? Ach, der ist hier unten. Ja, egal. Michael, hast du da was gepullt? Boah, was ist denn hier los? Wieso habe ich den Lex Jahrtausend? Ja. Ob du gerade was gepullt hattest, weil du das Leben verloren hast. Okay, ja, dann ist gut. Der Tank ist gut, finde. Den müssen wir auf jeden Fall in die Community holen. Den werde ich später mal whispern. War das nicht so, dass wir irgendwie. Ich glaube, wir müssen einfach von diesen Dingern weg, oder? Da entstehen. War das nicht so, dass es da positive Buffs, negative Buffs gab oder so? Genau. So war das. Die explodieren oder irgendwie so im Dreh. Haben wir vergessen. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Vergessen. Man muss irgendwas weiter mit den Pilzen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, kann sein. Eltert, die Mechanik komplett ignoriert. Bin die ganze Zeit klein gewesen. Weiß nicht, ob das ein großer Nachteil war. Wow, die Halskette ist aber gut. Wobei, also ich soll wohl nicht auf Crit gehen, wurde mir gesagt, ich weiß nicht mal Magie. Kann einer von euch CDs bestimmt gebrauchen. Also ich habe halt eine mit Sockel und Haste und so und ja, GZ. Herr Marco. Ich war die ganze Zeit klein irgendwie. Was hätte man da machen sollen?
Michael? Ach so, und dann bist du ja groß, oder was? Ah, okay. Moritz, ist die Musik so gut oder ist sie zu leise? Die Marken haben jetzt eigentlich. Naja, zwei. Hm. Ja, alles gut. Müsst jetzt ein bisschen hier aufs Kicken bitte achten. Also wir haben gerade zwei Leute, die auf K sind. Nice. Lol. Also ich bin da, der Tank ist da. Oh, oh, der hier hat aber der hat gecrittet. Der hat so hat reingecrittet, der hier, hast du das gesehen? Ich ja schnell töten. Müsst ihr die ganzen AFK-Leute jetzt hier heilen? Bibi. Kann da noch Trash? Ah ja, die Kleinen noch, okay. Erstmal mich mal hinsetzen in den Dungeon. Wie hat der eigentlich? Danke. Gebe ich weiter. Hat er das Schwert? Die 7 Brust. Jo, der hat natürlich die. Okay. Ja. Michael, wer da? Ich glaub nicht. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Egal. Ah, mich hält da. Okay, perfekt. Einfach jetzt auf die Apps gehen. Kommt gleich ein Ad. Und da voll drauf. Da. Der muss sterben. Er darf nicht den Boss erreichen. Ja, easy. Geht da. Mit Schieben gemacht? Was war das? Ich pass mal, kannst du editen? Ich glaub nicht, dass da irgendwie jemand war. Was war das? War das Achievement?
Achso, einfach die Bosse töten, ne? Keine Ahnung. War ich noch nie in dem Dungeon drin, nicht mal im Normal. Oder waren wir im Normal doch? Ach doch, wir waren im Normal drin, aber wir haben den Boss hier nicht gemacht. Das war die Geschichte. Ja, der wird irgendwie nie gespielt. Weiß auch nicht warum. Ja. Genau. Wir sind jetzt beim Endboss. Ich bin da irgendwie. Leute, ich bin geblieben. Pass auch jetzt mit den Einschlägen hier, please. Die ballern. Ja, yeah, ist okay. Da bist du, ja. Geht mal bitte erstmal aufs rechte Teil. Achtung. Große. Hab ich hab die. Dann ballert man hier richtig damit raus. Mit hier nur eine Phase so kommt. Phase kommt. Der Chef Kaster hier. Ja. Alles gewollt. Ja. Ballert. Egal, ich hab mein Bubble ready.
Muss der Scheiß krank sein hier? Ja. Der Bot ist schon irgendwie lustig, ne? Das Rezept habe ich noch nicht. Guck, Zauberstab. Ja, ein Würfel. Ich hab da nie drauf. Ich hab da auch voll nie drauf. Ja, ja. So, jetzt hat er gesagt, er macht mit uns HDB jetzt. Ich hab keine Ahnung. Ja, was soll man da jetzt machen? Ach ja. Und den jetzt benutzen. Ist das der Timerun gewesen, oder was? Okay. Und das jetzt draußen abgeben, oder was? War ja ein entspannter Run, ne? Ich glaube, ich habe den ganzen nicht zweimal hingesetzt. Der Tank ist gut. Also Michael, du gehst raus. Ja, dann mach's gut. War schön mit dir. So. Wir haben für ihn Anker-Head gemacht. War er? So, erstmal zum DD. Wer hat von euch denn schon Burg gemacht? Du, oder Benjamin? Okay. Ja, dann ist natürlich eine blöd. Dann machen wir HDB. Es gibt aber nur Gold, es gibt keine Rufe oder so scheinbar. Okay. Gut, ist einer von DDs da. Aber nicht hier für die Quest. So froh, wenn einige hier auch noch 80 sind, dass wir mehr Leute zur Verfügung haben. Ja, ich meine, DD finden wir halt immer, aber haut ihr mal weg. Dalaran, von da aus. Ja. Dann mache ich irgendeinen guten Loot bekommen. Die Halskette, oder? Ach ja, und der Zauberstab. Ja, Zauberstab ist echt gut. Als was? Als Sitz hier, oder? Ja, gibt es.
Ja, also Jesse müsste die auch bald können, glaube ich. Ich weiß es nicht. Gold, eine Rolle. Ja, macht Sinn. Gut, dann suchen wir jetzt noch eine D. Turok ist. Gucken, hat der Zahl. Da. Okay, wir haben die Idee. Also ich habe zumindest angenommen. Wie hat der Tank gemacht? 1,4K overall, okay. Jo, dir auch, Michael. Hau rein. Aber auch auf den gesamten Dungeon über 400 DPS gemacht. Nicht ganz okay. Ja, ich beim Endboss gemacht. Oh, 455. Den Boss habe ich ein bisschen weniger, wobei er geht. Ja, wir haben jetzt einen Mage irgendwie in der Gilde, aber der irgendwie hat gerade nichts gesagt und der ist irgendwie gerade unterwegs. Ich bin gerade auf dem Flug nach Uldur einfach. Nevermind, steht schon irgendwo. Ja, guck mal da. Manu ist 74 geworden. Der levelt eigentlich ganz gut jetzt, dafür, dass er jetzt so behind war. Kann man mit zufrieden sein. Der soll ja bald bei uns den zweiten Tank eigentlich machen. Ist eigentlich auch ein ganz guter Tank, finde ich. Wären zwei Pottpalas. Ja, keine Ahnung. Also ich mache morgen Fokuspost fertig. Ich spiele das erste Mal Heiler überhaupt in dem Spiel, deswegen hätte ich gern noch weitere Heiler, dass wenn was ist, dass ich immer noch auf DD switchen könnte. Muss ich zwar noch leveln, aber. Wobei bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut, also es macht nicht mehr Spaß. Und es ist gar keiner gestorben. Ja, ich habe in Vanilla.
Genau, ich habe in Vanilla halt Hollypaladin gespielt. Also da stand es halt bei Ragnaros als Zwergenpaladin an Darius. Oh ne, was ist schon ein bisschen. Okay. Standst du halt bei Ragnaros direkt neben dem Main Tank, hast so lange Lichtblitz durchgespammt, bis die Intermission war. Und nach der Intermission hast du weiter gespammt, bis der Boss tot war. So war der First Kill. So habe ich den First Kill erlebt. Einfach so lange gestanden, bis Lichtblitz durch war. Also das hatte weniger Anspruch als die AC zu heilen, ganz ehrlich. Ja. Genau, das gute alte die Kurven, ja. Ja, es war noch. Und vor allem auch in TBC, werde ich nie vergessen, bei dem Loot Reaver. Die hatten immer irgendwie dieses Makro oder so ein Addon dafür. Und als dann irgendwann dieses Addon nicht mehr ging, da sind wir halt da so gestorben, weil die Leute sich halt so an das Addon gewöhnt haben. Und dann ging es halt einfach nicht weiter. Das war schon lustig, also. Deswegen, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Weak Aura, die wirklich super gut ist. Also, wenn du den Stream dir später anguckst, so einen Mitschnitt, post die auch nach dem Stream, kannst du dir angucken. Das ist wirklich eine richtig schöne Weak Aura, die zeigt alle wichtigen Buffs und so an. Natürlich gewöhnt man sich dran, aber es muss halt trotzdem irgendwie auch ohne gehen, finde ich. Es darf halt nie, also die Addons dürfen nie so stark sein, dass du ohne die Addons auf einmal nicht mehr vorankommst, finde ich. Das ist dann eher schwierig. Also gerade Weak Auren, aber das aktuelle Retail ist ja so ausgelegt, dass, also da hat er selbst gesagt, die ganz harten Bosse, auch im Mythic, sind so getuned, dass sie darauf ausgelegt sind, dass die Leute eben mit solchen Weak Auren in dem Sinne halt spielen. Gerade wenn es halt um so ganz viele Mechanics und so halt geht und ganz viele Absprachen. So. Gucken. Six Feet. Der Gear Damage. Der hat Max Ramas hier zumindest zwei Teile. Jo, der hat nettes Gear. Der wird ballern, Fire Mage. Soll ein sehr entspannter Run eigentlich werden. Darf jetzt nochmal nach. Warum hast du denn jetzt einmal STW? Ach, er hat jetzt SDK gebufft, oder was? Er hat SDK gebufft, also Refugio meinte, er ist wohl nicht mehr notwendig. Okay. Ja, bei Refugium ist ja eher Defense, ne? Oder? Nee, nee. Ich meine, das ist einfach Defense. Scheinbar vertraute mir einfach. Ja, auch gut. Gut zu wissen. Ja, Fire Mage. Mein Fire Mage geht halt immer bei sowas ab, muss man schon sagen. Mach doch mal da hinten den Caster hier weg. Mein Target. Gut. Boss kommt. Weil ich habe volles Mana. Ich geht sie aus.
voll auf die Crafter gehen. Eins dann nicht. Ja, das war der Charge von dem. Da konnte man leider nichts fallen, ehrlich gesagt. Das war nochmal der Charge. Ja, den Buff halt drauf. Also hört mir auf, ich wollte noch die Bob heute noch ändern, auf die andere Taste legen. Habe ich noch nicht gemacht, Entschuldigung. Vielleicht hättet ihr das dann übernehmen. Wobei ich auch nicht genau weiß, wann er halt dran chargt, wenn man ehrlich ist. Ja, der war ja auch gerade, der hatte den Lichtblitz. Der war ja auch gebufft, der Boss. Die ganze Zeit. Wir haben den ja mit dem Buff gespielt gerade. Oh, guck mal hier. Ja, toll, das Achievement, ne? Ja. Ein toter Untoter. Kannst auch sagen, ein toter, angecharchter Untoter. Also. Achso, mein, du hast schon. Wenn der Mage gleich keine Zeit mehr hat, ich glaube, Bruno wäre auf jeden Fall am Start, unsere Eule. Dem hat das gestern auf die Bock gemacht. Ja, wir haben gestern zwei neue Spiele dazu bekommen. Hallo. Kannst uns zuschauen, wenn du möchtest, Stream läuft, was wir hier veranstalten. Gerade, wir sind in Hearts of Lightning HC. Wir haben den Boss gerade mit dem Buff gespielt und der chargt halt einfach so ein Stoffi an und das ist einfach One-Shot. Und das Ding ist halt, ich überlege halt, ob man das irgendwie verhindern kann, dass ich vorher halt dass ich halt vorher irgendwelche Bobs oder so verteile, aber ich weiß ja nicht, wann der charge und vor allem wen der gerade ancharge. Oder sieht man das irgendwie? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das sieht du halt nicht. So, hier laufe ich auf jeden Fall schon mal durch. Und stell mich oben hin. Stellt euch Castle bitte auch oben hin. Nur der Tank bleibt unten. Macht Sinn. Okay, der Mage, der will schon mal nicht. Sieh ich mal cool an, hab ich gehört. Achso, war's schon, gut. Mage hat da schnell für gesorgt, dass. Stream siehst du einfach unter Quatschfabrik oben und dann Stream. Kannst du gucken, wenn du möchtest. Ich stream gerade auf Twitch, also nicht nur im Discord. Und die Idee ist eigentlich, dass ich den. Oh, was passiert hier gerade? Nochmal deswegen. Der ist mir gerade ein bisschen zu sehr gedroppt, wenn ich ehrlich bin.
Was soll ich gesagt haben? Weiß nicht mehr. Achso, wegen Twitch. Ja, ich stream gerade auf Twitch und deine Zeit kann ich nicht noch nebenbei noch Discord streamen. Das ist ein bisschen zu viel Belastung für dich, ne? Ja, doch, also bei der Qualität, ich stream gerade mit 4K, also 4000er Bitrate, das ist jetzt nicht so wenig, 6000 ist Maximum, von daher ist es eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, den Mitschnitt, den poste ich auch immer im Discord, also den könnt ihr euch auch hinterher angucken. Und die Idee ist eigentlich, dass ich mal austesten wollte, dass ich dann den Mitschnitt direkt irgendwie von Twitch nach YouTube heute hochladen werde. Wäre es zu stressig? Achso. Hast du keinen zweiten Bildschirm? Achso. Ja. Macht bitte jetzt. Please. Agi. Aber wir machen ja wieder. Ich habe die, glaube ich, noch nie droppen sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben gerade einen Random Mage dabei irgendwie. Ja, muss ich auch noch machen. Kannst du warten? Können wir später zusammen machen, wenn du möchtest. Keine Ahnung. Weit ist es gar nicht. Vor allem ist die Frage, ob wir den Nana was machen oder nicht. Der Mage ist ganz cool eigentlich, hier Fire Mage, der ballert ganz gut Damage. Aber die hergestellten Items von Schneiderei sind teilweise richtig gut und Stats, finde ich. Du meinst als Heiler? Guck mal, da ist unser Standard-Tank auch noch gerade online gekommen. Der gute Sebi. Der Main Tank, der hat noch besseres Gear als der hier. Ja, muss ich abfarmen. Also muss ich ganz, bis ich das Trinket habe, muss ich abfarmen. Also, wo ist der hin? Ja genau, also hier Stofftank ist ja gerade aus der Community der Benjamin. Von daher haben wir es gerade so gemacht, dass wir gepasst haben und dass er dann die Sachen disken kann. Ja. Ja genau. Und ich werde nicht mehr lange Bergbau machen. Also ich habe mein Trinket jetzt schon und weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, die Steine, die ich brauche, die kosten teilweise unter 30 Gold, die blauen. Also bitte, die kosten gar nichts. Also Yeah.
Ja, das weiß ich auch noch. Ja, die gute alte Vanilla-Zeit. Ne, da hatte ich auch in Classic auch keinen Bock drauf, für Zigaretten, wenn ich ehrlich bin, weil das hat man damals echt genug gemacht. Ja. Ja. Burning Crusade war auch schon kein schlechtes Add-on, kann man schon sagen. Warum krieg ich mal die Scheiße ab? Ganz ehrlich. Das Trinket habe ich ganz am Anfang bekommen. Ja, nimm's, ich hab gepasst, keine Ahnung. Ich hab's halt schon. Ja, das kenne ich. Wie gesagt, ich spiele BM Hunter im Retail. Ich? Oder wen meinst du? Ach so, ich wollte schon sagen, weil ich habe eigentlich keinen. Bist du Italiener? Ah. Ein Italiener, der einen portugiesischen Akzent hat. Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ist dann denn schon mal. Ja, der hat da den. Der Boss hat hier auch eben den Buff drauf. Also. Oh Gott. Ja, ich glaube, der war geballert hier, der Schuss von denen.
Wir müssen halt eh von den Viechern 7 Stück machen, ja, für die Quest. Heil die mal zur Vorsicht. Achso. Ich hab sie noch. 4 von 7. Ne, das ist die von heute, nicht von gestern. Gestern haben wir gemacht. Okay. Ja, okay, dann. Also ja, erzähl wusste ich, dachte nur das einmal. Okay. Also Burg ist HC, ja. Die kannst du gleich noch holen, weil Bruno muss die auch noch machen. Ich glaube Sebi auch noch, ich auch noch. Ja. Ja, ich habe ja auch extra nichts gemacht vorher. Ich nicht. Von daher. Nee, Daily AC kann man einfach dann machen, wenn du Zeit hast oder so. Ich. Keine Ahnung. Wir machen die auf jeden Fall auch gleich, aber ich brauche die auch noch und Bruno ja auch noch. Daher. Ja, also hier zum Beispiel Angelo und Jared zum Beispiel, die machen die glaube ich irgendwie immer tagsüber, so, ich weiß nicht. Ich habe noch Ferien, das heißt mit der Urlaub. Ja, keine Ahnung. Also ich kann die dann auch erst abends machen oder so, als normaler. Weil der Tank ist wirklich gut, finde ich. Der versteht, was er da veranstaltet. Nice. Er hat bestimmt gut funktioniert, nicht? Ja, ich glaube, bei Daily HC, dann meinen die Leute irgendwie, komm, wir gehen da schnell rein, dann ist es vorbei und da kann man mal übertreiben, so in die Richtung. Ja, das ist ein bisschen heavy. So, Beute. Wie machen wir das jetzt irgendwie? Wir stehen die ganze Zeit dran, laufen im Deck, ja? Okay. Und beim zweiten Mal dann stecken wir, ja? Ich hab den jetzt einmal gespielt, deswegen habe ich schon mehr vergessen. Oder nicht?
Du darfst nicht zu weit wegstehen, Marco. Darfst nicht machen. Oh, jetzt habe ich es übertrieben. Ne, du stehst zu weit hinten. Wenn du die Attacke machst, dann darfst du es nicht machen. Eigentlich stacken alle und laufen dann einfach nur weg. Je weiter ihr wegsteht, desto mehr Schaden bekommt ihr durch diese Aura. Deswegen, der Mage ist auch weiter hinten stehen geblieben. Müsst ihr mal drauf gucken, wie viel Damage ihr da eigentlich kassiert. Ich habe ehrlich gesagt gerade gehofft, dass die Bubble ready ist, aber die war irgendwie nicht. Ja, wie er es schreibt. Oh, guck mal da, die Hose. Die Hose ist ziemlich krass. Ich passe einfach auf alles. Was will noch jemand? Daily HC. Okay, also genau. Das heißt, der Mage hat da schon D.Va, vor allem schon ID. Das heißt, dann kannst du jetzt mitgehen, Bruno. Dann machen wir jetzt noch Daily HC schnell. Easy. Ja, mach's gut, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Genau, du hast ja Discord und so und einen Channel und naja. Gut, dann inviten wir mal Old Crow. Die alte Krähe. So, ein DD noch. Jo. Mach's gut. Ja, ich bin jetzt im Dalaran. Ich muss da jetzt auch hin. Ne? Gebe kurz die Quest ab. Ja, wie gesagt, gerade habe ich auch übertrieben. Ich wollte eigentlich mal schauen, wie viel Damage das macht. Und dachte mir so, Bubble kannst du noch was immer ziehen. Aber dass man da One-Shot ist, hätte ich nicht gedacht. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Gear. Was brauche ich? Genau. Wilmrest Accord brauche ich. 22 Marken habe ich hier. Wie viel Ruf brauche ich noch? Ah, ich bin respektvoll bei Wilmrest Accord. Okay, dann kann ich mir auf jeden Fall die Kopfverzauben gleich holen. Mana Rick. Muss der eigentlich ehrfürchtig werden. Für die Schuhe. Was mit unserem Mage? Okay. Ja, du musst mal gucken, bei deiner, also bei Warhead, da ist ja deine Pre-Raid-Liste und so. Schau einfach mal, was da halt empfohlen wird, wie du vorgehen sollst mit deinen Punkten, mit deinen Marken. Ja, ich meine, klar, du kannst natürlich auch sagen, wenn wir Naxxramas machen. Ja. Aber ich habe jetzt erstmal nach Pre-Raid geschaut.
Ach, Saphiran? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, das war nicht so viel raus. Ich glaube, wenn nur ein Tank oder so. Ach, du kannst das? Okay. Also der Stream hat schon mal Probleme manchmal. Weiß auch nicht warum. Vielleicht wegen des Internets heute. Moritz, geht das noch oder läuft denn nicht gut der Stream, sag mal? Ja, das Ding ist halt, wenn ich mein DD level, wird es entweder Mage oder Warlock. Auf Hand habe ich glaube ich keinen Bock, deswegen brauche ich es nicht unbedingt. Aber wir haben ja noch ein paar andere, unter anderem eine Katze und so weiter und so fort. Enhancer bestimmt noch und so. Du bist müde. Ja, ich war heute auch um 6:30 glaube ich schon auf. Hab mich aber heute Nachmittag dann 1,5 Stunden hingelegt. Weil bis zum 1. Stunde glaube ich fast. Ne? Irgendwann ging der Wecker. Und dann bin ich halt noch laufen gegangen, eh vom Stream. Ich hatte aber eine Fußverletzung letztes Jahr. Da werden fast, also alle Bänder waren betroffen, aber Gott sei Dank nicht gerissen, sonst hätte ich eine Operation haben müssen. Und ja, und deswegen bin ich noch ein bisschen vorsichtig mit dem Laufen. Aber ja, heute bin ich ein bisschen gejoggt. Das ging ganz gut eigentlich. Immer wieder ein bisschen gestoppt und so. Bin irgendwie, was bin ich gelaufen? In 1 Stunde 5 Kilometer, glaube ich mal. Also zu Fuß gegangen und dann halt wieder gejoggt. So die Mischung halt. Sonst gehe ich eigentlich nur zu Fuß und dann laufe ich halt mehr eigentlich. Also gehe ich mehr zu Fuß. Ja. Das mache ich jeden Tag. Also jetzt im Urlaub laufe ich jeden Tag eigentlich 8 bis 10 Kilometer oder mehr. Also gehe ich zu Fuß. Das sind immer diese Fotos, die ich im Discord poste. Könnt ihr einfach unter Quatschfabrik und dann Fotos sehen. Da poste ich immer die Fotos von der Route. Und bei der neuen iPhone-Kamera ist die Qualität echt überragend. Also sieht es wirklich verdammt gut aus, wenn dann solche Fotos macht. Mal gucken mal, was die Old Crow hier gleich so veranstaltet. Aber gerade hatten wir guten Caster-Loot. Ich meine, die Hose war ja gerade ziemlich poggers. Die Halskette war gut. Wir hatten Zauberstab. Das sind 2 Dungeons, finde ich schon okay. Naja, ich freue mich schon auf Strathub NRC. Gerusche, bis ich dieses Trinket habe. Oh Mann. Ja, das ist die Daily HC. Warum sagt er schon wieder, dass er Probleme hat? Ich verstehe es nicht.
War nur ein Moment irgendwie, also es ist sehr, sehr weird heute. Prozent Ausmaß von Frames. Ja, Mogi, ich mach das Licht aus. Warte mal kurz, ich muss mal Licht ausmachen. Mogi regt sich ja auf. Ja. Ich schlafe Zeit, ich hab vergessen. Entschuldigung. Ist ja gut. Also mein Nymphensittich meint irgendwie keinen Spaß mit Abend verstehen zu wollen. Sagt die Motto, Tobi, warum ist denn immer noch das Licht um die Uhrzeit an? Das geht doch mal gar nicht. Warum hat der wieder gerade... Warum struggelt der gerade wieder? Codierung überlastet. Wahrscheinlich, weil das Internet ein bisschen schlechter ist, ne? Ich werde mal ganz kurz den Stream neu starten, Moritz. Geh ein bisschen mit der Quali runter. Ich weiß nicht, bei YouTube ist das überhaupt kein Problem, bei Twitch scheinbar heute schon.